Herzlich willkommen bei der Gemeinde Christi am Leimer Platz, Sonntag, 13. März 2022. Wer erinnert sich von euch an die Geschichte von Josef und seinen Brüdern im Alten Testament? Lasst uns einsteigen im Buch Genesis, erstes Buch Mose, Kapitel 37. Josef war noch ein junger Bursche von 17 Jahren, als er mit seinen Brüdern das Kleinvieh hütete, also mit den Söhnen von Bilha und Silpa, den Frauen seines Vaters. Er hinterbrachte seinem Vater immer, was die Leute Schlechtes über sie redeten. Doch Israel hatte Josef lieber als alle seine anderen Söhne, weil er ihm erst im Alter geboren worden war. Deshalb ließ er ihm ein prächtiges Gewand machen. Als seine Brüder sahen, dass ihr Vater ihn mehr liebte als sie alle, hassten sie ihn und konnten kein freundliches Wort mehr mit ihm reden. Einmal hatte Josef einen Traum und erzählte ihn seinen Brüdern. Da wurde ihr Hass noch größer. »Hört doch, was ich geträumt habe«, sagte er zu ihnen. »Wir waren auf dem Feld und banden das Getreide in Garben zusammen. Und auf einmal stellte sich meine Garbe auf und blieb stehen, und zu meiner Überraschung stellten sich eure Garben ringsherum auf und verneigten sich vor meiner.« Seine Brüder sagten zu ihm, »Du möchtest wohl noch König über uns werden und über uns herrschen.« Wegen seiner Träume und Reden hassten sie ihn also noch mehr. Er hatte nämlich noch einen anderen Traum und erzählte ihnen auch den. »Passt auf! Ich hatte noch einen Traum«, sagte er. »Ich sah die Sonne und den Mond und 11 Sterne, und auf einmal verneigten sie sich vor mir.« Als er dies seinem Vater und seinen Brüdern erzählte, fuhr sein Vater ihn an. »Was soll dieser Traum?« rief er. »Sollen wir uns vielleicht noch alle vor dir niederwerfen, ich und deine Mutter und deine Brüder?« Seine Brüder waren eifersüchtig auf Josef, aber sein Vater vergaß die Sache nicht. Kurze Zusammenfassung erstmal. Josef hat also 11 Brüder und er ist der zweitjüngste und sein Vater liebt ihn besonders. Und Josef verscherzt es sich allerdings mit diesen Träumen. Ich lese einfach mal weiter. Einmal weideten Josefs Brüder das Kleinvieh ihres Vaters in der Nähe von Sichem. Da sagte Israel zu Josef, »Du weißt, dass deine Brüder mit den Herden in der Nähe von Sichem sind. Komm, ich will dich zu ihnen schicken.« Da ging Josef seinen Brüdern nach und fand sie bei Dothan. Sie sahen ihn schon von Weitem. Und noch bevor er herangekommen war, hatten sie sich verschworen, ihn zu töten. »Schaut, da kommt ja der Meister der Träume«, sagten sie zueinander. »Los, wir schlagen ihn tot und werfen ihn in die Zisterne dort. Wir sagen einfach, ein wildes Tier hat ihn gefressen. Dann werden wir schon sehen, was aus seinen Träumen wird.« Als Ruben das hörte, wollte er Josef retten. »Nein, wir lassen ihn leben«, sagte er, »vergießt kein Blut. Werft ihn in die Zisterne dort in der Steppe, aber vergreift euch nicht an ihm.« Er wollte ihn nämlich aus ihrer Gewalt retten und zu seinem Vater zurückbringen. Als Josef bei seinen Brüdern ankam, zogen sie ihm das Obergewand aus, das Prachtstück, das er anhatte, und dann packten sie ihn und warfen ihn in die Zisterne. Sie war leer, ohne Wasser. Dann setzten sie sich zum Essen nieder. Und was dann passiert, erzähle ich jetzt mal kurz so, weil es zum Lesen zu lang dauert. Es kommt eine Karawane vorbei aus in Richtung Ägypten und der Bruder Ruben hat also die Idee, hey, na, wir werfen ihn in die Zisterne und das machen sie ja auch. Und dann, als Ruben diese Karawane sieht, sagt er, hey, lasst ihn uns rausholen, wir verkaufen ihn einfach als Sklaven. Und
Josef wird also an dieses, also an diese Sklavenhändler verkauft, an diese Karawane, und sie nehmen sein Gewand und töten einen Bock und tauchen das Gewand in das Blut von dem Bock. Und als sie dann nach Hause kommen, zeigen sie dem Vater dieses Gewand und sagen also sonst gar nichts groß. Und der Vater sieht es und sagt sofort, ein Tier hat ihn zerrissen. Und natürlich ist die Trauer groß, weil Josef sein Lieblingssohn war und ausgerechnet der ist jetzt tot. Für Josef geht aber die Reise weiter. Er wird also Sklave in Ägypten und wird gekauft von einem königlichen Beamten und der heißt Potiphar. Und weil Gott aber mit ihm ist, gewinnt Josef im Haus von Potiphar immer mehr Vertrauen und Verantwortung. Aber ein Problem gibt's. Die Frau von Potiphar hat ein Auge auf ihn geworfen und versucht also tagtäglich, ihn zu verführen und ins Bett zu kriegen. Und Josef widersteht ihr aber und sagt, nein, das, wie sollte ich sowas tun? Das ist eine Sünde gegen meinen Gott. Und die Frau von Potiphar ist aber nicht begeistert, sondern gekränkt und beleidigt. Und schließlich dreht sie die Sache so hin, dass sie also behauptet, dieser Josef wollte mich vergewaltigen. Und ja, ihr Mann glaubt es. Und schließlich landet Josef also im Kerker. Und da sitzt er lange Zeit. Aber auch im Gefängnis ist Gott mit ihm und er gewinnt das Vertrauen des Gefängniswärters und bekommt sogar ein bisschen Verantwortung übertragen, aber er kommt nicht raus aus dem Gefängnis. Und irgendwann, es vergehen also wirklich insgesamt, es vergehen Jahre, irgendwann bekommt er neue Zellenmitbewohner. Und zwar den Mundschenk und den Bäcker des Pharaos. Die haben sich irgendwas zu Schulden kommen lassen und landen im Gefängnis. Und irgendwann haben beide nachts Träume und sie können die Träume aber nicht erklären. Und schließlich fragen sie Josef und Josef deutet die Träume richtig. Der Traum von dem Bäcker bedeutet, dass er nach drei Tagen aufgehängt wird vom König. Und der Traum des Mundschenks bedeutet, du wirst in 3 Tagen freigelassen. Und das sagt er den beiden und kündigt ihnen das an. Und es stellt sich heraus, es stimmt. Also der Bäcker wird aufgehängt und der Koch wird abgeholt und dafür die Freiheit. Und Josef bittet ihn noch, hey, wenn du wieder für den Pharao dann arbeitest, dann leg irgendwann mal, leg ein gutes Wort für mich ein. Aber Josef hört nichts mehr von dem Mundschenk. Der hat ihn nämlich vergessen. Und so vergehen 2 geschlagene Jahre. Josef sitzt also in diesem dreckigen Kerker, obwohl er alles richtig gemacht hat. Was passiert beim Pharao? Der Pharao hat irgendwann auch einen Traum. Und zwar den berühmten Traum von den 7 fetten und 7 mageren Kühen. Und keiner kann diesen Traum deuten. Der Traum geht so, er sieht erst 7 fette, wohlgenährte Kühe und dann kommen 7 hässliche, magere, ausgehungerte Kühe und die fressen die 7 wohlgenährten Kühe auf. Pharao weiß überhaupt nicht, was er damit anfangen soll und fragt alle und schließlich erinnert sich endlich dieser Mundschenk daran, dass er doch diesen Menschen im Gefängnis kennengelernt hatte, der ihm seinen Traum gedeutet hat. Und Josef wird endlich aus dem Kerker geholt und Josef deutet den Traum und sagt, erst kommen jetzt 7 sehr gute Jahre mit guten Ernten und dann kommen 7 Jahre Hungersnot und Dürre und Pharao, du musst jetzt 7 Jahre lang eben
die Kornspeicher voll machen und immer ein Fünftel des Getreides sammeln, damit die Leute in den 7 schlechten Jahren nicht verhungern. Und dann kannst du Getreide verteilen. Und dem Pharao erscheint es total plausibel und er sagt, hey, guter Plan, Josef, du wirst jetzt der erste Mann im Staat nach mir und ohne dich soll keiner mehr auch nur einen Fuß oder eine Hand rühren, ohne dass du es weißt. Und er bekommt also die totale Vollmacht im Lande Ägypten. Und es wird so gemacht und 7 Jahre gesammelt und dann kommt schließlich wirklich diese Krise, die er im Traum gesehen hat, der Pharao. Und die Leute fangen irgendwann an zu hungern, aber in Ägypten gibt es genügend zu essen. Und die Hungersnot wird aber so schlimm, dass auch im weit entfernten Kanaan der Jakob nicht mehr weiß, was er tun soll. Und schließlich sagt er zu den 11 Brüdern, zu seinen 11 Söhnen, geht hin nach Ägypten und kauft dort Getreide. Und schließlich endet es dann so, dass die 11 Brüder vor Josef stehen und er gibt sich erst nicht zu erkennen, aber sie stehen vor dem, den sie vorher eigentlich Jahre vorher verkaufen wollten als Sklaven und der ist jetzt der mächtigste Mann und von ihm hängt ihr Leben ab. Und wie das alles vor sich geht, das ist wirklich eine der bewegendsten Geschichten in der Weltliteratur, muss man wirklich sagen, weil Josef übt keine Rache, sondern schließlich bekommen die ihr Getreide und er sorgt sogar dafür, dass sie alle nach Ägypten kommen können und gerettet werden und auch ihr Vater mitkommt. Und die Geschichte ist wirklich sehr, sehr bewegend. Lest die bitte nach. Das dauert jetzt hier zu lang, alles zu lesen. Der Schriftsteller Thomas Mann hat einen Roman darüber geschrieben und das Hörbuch über diese Geschichte dauert 36 Stunden. Also machen wir es hier lieber kurz. Es reicht, wenn ihr euch das im Buch Genesis ab Kapitel 37 durchlest. Ich möchte lieber mit euch jetzt ein paar Punkte durchgehen, was da eigentlich passiert ist. Am Anfang hat Josef diese Träume und das, was da vorkommt, das sagt ihm und uns ganz deutlich, Gott hat mit Josef irgendwie Großartiges vor und es passiert bestimmt irgendwie noch was ganz Besonderes mit ihm. Und Gott hat ihm also was offenbart, was für später mal von ganz, ganz großer Bedeutung sein wird. Und Josef erzählt es. Und hat wahrscheinlich so seine Vorstellung davon, wie das eines Tages sein wird. Und es kommt aber komplett anders. Er landet wirklich buchstäblich im Dreck. Er landet ganz unten. Er landet erst in dieser Zisterne und dann irgendwie bei den Sklavenhändlern auf dem Sklavenmarkt. Und wenn eins sicher ist, dann ist es das, dass das, was mit ihm passiert ist, in ihm gewaltig Gefühle ausgelöst hat. Wenn er ein Mensch war, wie wir, wie du und ich. Gefühle, was kommt da hoch? Unverständnis, Enttäuschung, Wut, Trauer, Zorn, vielleicht Rachegelüste oder Verbitterung. Und Angst. Und es ist ja nicht nur einmal passiert, sondern auch zweimal. Ne? Und obwohl er alles richtig gemacht hat, landet er total unten. Und genau diese Gefühle, die Josef wahrscheinlich hatte, die habe ich seit 2 Wochen immer wieder sehr stark. Weil Dinge passieren, die sich niemand vorher gewünscht hat oder vielleicht auch nur vorstellen wollte. Und weil wir jetzt gerade sehen und weil ich auch gerade persönlich sehr, sehr
auch diese Furcht spüre, dass da Dinge kommen könnten, die alles gefährden, was uns irgendwie wichtig und erstrebenswert erscheint und auch unseren, ja, wirklich existenziellen Nöte auslösen. Es wird geredet von Dingen wie Weltkrieg, wie Atomkrieg und alle diese Dinge. Und man fragt sich, kommt der Krieg jetzt weiter nach Westeuropa? Was macht die NATO? Was macht Putin? Die haben alle Atomwaffen und so weiter. Und diese Ereignisse spülen eine ganze Menge von Gedanken hoch in uns und von Gefühlen. Und auch Gefühle, die wir aus früheren Situationen in unserem Leben schon kennen und die sich bei uns vielleicht eingebrannt haben. Also existenzielle Bedrohungsängste oder vielleicht aber auch Gefühle, die gab es bei Josef, denke ich, besonders stark, Gefühle von Alleingelassensein, von Hilflosigkeit. Ich denke, Josef hatte auch Gefühle, diesen Schmerz abgelehnt zu werden oder misshandelt worden zu sein. Und im Moment werden viele Menschen misshandelt und ihre Existenzgrundlage beraubt und müssen schauen, wie ihre ganze Habe irgendwie in Rauch aufgeht und zerstört wird und so viel Gutes irgendwie zerstört wird. Und wo Pläne und Wünsche und Träume zerschlagen werden in einem Augenblick. Ich glaube, Josef hat wirklich eigentlich eine Vorstellung gehabt, so und so könnte mein Leben aussehen und peng, in einem Moment ist alles anders und die Richtung ändert sich komplett. Und es geht nicht aufwärts, sondern es geht rasant abwärts. Und ich habe ehrlich gesagt niemanden getroffen, mit dem ich geredet habe, dem es im Moment irgendwie nicht so geht. Dass er nicht irgendwie ähnlich fühlt über diese Ereignisse, die auf der Welt im Moment stattfinden. Ich möchte mit euch mal gucken, wie Josef reagiert hat. Besser gesagt, fangen wir erstmal damit an, wie er nicht reagiert hat. Ich bin zwar sicher, dass er mit denselben Gedanken und Gefühlen wie ich gekämpft hat, aber offensichtlich hat er auch nicht nur gekämpft mit den Gefühlen, sondern hat irgendwie auch gewonnen, diesen Gedankenkampf, und hat die Kurve gekriegt. Und offensichtlich hat er sich in dieser langen, jahrelangen Zeit im Kerker sich nicht dem Selbstmitleid ergeben. Es gibt Beschreibungen und Untersuchungen, wo Menschen bei Unglücken dabei waren oder zum Beispiel, nehmen wir mal solche Dinge wie ein Flugzeugabsturz, wo Leute irgendwo in der Wildnis dann gestrandet sind und Hilfe auf dem Weg war und Leute aber es nicht geschafft haben zu überleben, weil sie innerlich gebrochen waren, weil sie sich zu viel damit auseinandergesetzt haben, wie das passieren konnte und warum das passieren konnte und wer schuld war. Und sie waren so damit beschäftigt, dass ihnen das den Lebenswillen genommen hat. Und das kann Menschen wirklich dazu bringen, dass sie die Hoffnung fahren lassen und wirklich in so einer Situation aufgeben und sich aufgeben und sterben. Und Josef hätte sich bestimmt auch aufgeben können, als er dann vergessen worden ist. Und er ist aber irgendwie, er ist Gott treu geblieben. Er ist Gott treu geblieben in der Situation mit der Frau des Potiphar. Er war erst auf dem Sklavenmarkt und ist da wahrscheinlich wochenlang irgendwo rumgekarrt worden und so weiter und elend. Und dann kommt er in dieses Haus von Potiphar und plötzlich ist es wie im Schlaraffenland. Und plötzlich kommt das erotische Angebot von der schönen Frau. Und er hätte vielleicht da den schnellen Trost suchen können.
und hat es aber nicht getan. Was er auch nicht getan hat, er hat diese göttliche Eingebung, diesen göttlichen Traum und die Sache mit den Träumen nicht begraben, obwohl sie ihm zunächst nichts als Ärger gebracht hat und er deswegen eigentlich in der Sklaverei gelandet ist. Vielleicht hat er sich auch ein bisschen ungeschickt angestellt, ne? Und zu viel rumerzählt und zu freizügig da erzählt und den Ärger seiner Brüder auf sich gezogen. Aber letztlich hätte er sagen können, hey, es hat mir nichts als Unglück gebracht. Josef ist auch weder explodiert über das Unrecht, das ihm widerfahren ist. Er ist aber auch nicht implodiert und innerlich zusammengefallen und irgendwie depressiv, vielleicht irgendwie dann nur noch liegen geblieben. Es gibt Menschen, die sterben innerlich, wenn ihnen so viel Leid passiert. Und andere reagieren eher nach außen und richten ihre Aggression nach außen und werden vom Opfer zum Täter. Und beides tut Josef nicht. Für mich ist die große Frage, woher nimmt Josef die Kraft, das innerlich zu überleben? Wer gibt ihm die Kraft? Und es gibt einen Satz, der mittendrin in der Geschichte zu finden ist. Und da steht eben in Genesis 39, Vers 2, Gott war mit Josef, sodass er ein Mann wurde, einer, dem die Dinge glückten. Und Josef ist durch den Wandel mit Gott, durch sein enges Festhalten an Gott, ist er erstens zum Mann geworden und zweitens zu einem Mann, dem die Dinge glückten. Gott hat seine Hand immer im Spiel gehabt. Und manchmal fragen wir uns, ist Gott jetzt noch da? Ist Gott jetzt mir noch nah? Und es ist vielleicht manchmal die falsche Frage, weil eigentlich sollten wir fragen, bin ich Gott nah? Suche ich Gottes Nähe? Und ich glaube, Gott war nahe bei Josef, aber Josef war auch nahe bei Gott und hat Gott gesucht im Gefängnis und im Gebet. Das Leben ist vielleicht manchmal wie eine Taxifahrt in einer fremden Stadt, dachte ich mir. In so einer Geschichte wie bei Josef, wo es so auf und ab geht, es passieren so viele unvorhergesehene Dinge. Du steigst ein in das Taxi deines Lebens, sage ich jetzt mal, und du hast vielleicht eine grobe Vorstellung, wo es hingehen soll und welche Richtung es sein soll. Und Gott hat gesagt, so und so sieht's da aus. Und dann steigst du ein und Gott fährt und du fährst mit. Und zunächst sieht alles ganz aus wie erwartet und plötzlich biegt Gott scharf ab rechts. Und du fragst dich, was ist das jetzt? Wo geht's jetzt hin? Was soll denn das jetzt auf einmal? Und weiß nicht, ob du das schon mal erlebt hast, in einer fremden Stadt, wo du vielleicht eine Sprache nicht sprichst und du wunderst dich, was macht der? Werde ich jetzt entführt? Wo geht's jetzt hin? Warum biegt er jetzt ab? Warum ändern wir die Richtung? Und da ist es wichtig, dem Taxifahrer zu vertrauen, wenn Gott dein Taxifahrer ist. Weil Gott weiß wahrscheinlich schon, da vorne irgendwo ist was passiert. Da fahren wir besser nicht durch. Sondern ich muss einen Umweg fahren. Und manchmal fährt Gott mit uns im Leben auch krasse Umwege. Und Josef hat tatsächlich das Vertrauen gehabt, dass Gott den Plan ganz genau kennt und dass Gott den Plan sogar gemacht hat. Eine zweite Sache, die Josef geholfen hat. Ich denke, es gibt da was, was ihn hochgehalten hat. Was war das?
Ich möchte mal ein Zitat euch vorlesen von Viktor Frankl. Ich erkläre gleich, wer das ist. Er schreibt: Die letzte aller menschlichen Freiheiten, die man dem Menschen auch nicht unter den extremsten Bedingungen wegnehmen kann, ist seine innere Freiheit. Und zwar jene Freiheit, dass er sich zu den gegebenen Verhältnissen entweder so oder anders einstellt. Nochmal in eigenen Worten. Er sagt, das Letzte, was du einem Menschen nehmen kannst, das ist seine Fähigkeit und seine Freiheit, wie er über die Ereignisse denkt und wie er sie einordnet. Und ihr kennt das. Du kannst die Dinge in deinem Leben so interpretieren oder anders. Du kannst es als Fluch oder als Segen interpretieren. So, wer war Viktor Frankl, der das gesagt hat? Er musste es jedenfalls wissen. Er war nämlich ein jüdischer Arzt und Psychotherapeut und der wurde von den Nazis ins KZ gesteckt und er hat es überlebt. Und in der Zeit im KZ, im Konzentrationslager, ich glaube, er war in Auschwitz, hat er die Menschen beobachtet, wie sie sich verhalten. Und hat sich gefragt, wie gehen meine Mithäftlinge und ich, wie gehen wir um mit diesem unfassbaren Leid, das um uns herum passiert, wo Menschen systematisch gebrochen und sogar vernichtet werden. Und er schreibt, er hat eben beobachtet, dass manche sich aufgeben und zum Beispiel sich umgebracht haben, indem sie in diesen Elektrozaun gesprungen sind. Andere sind zum Täter oder zum Verräter geworden und haben ihre Mitgefangenen teilweise verraten für ein Stück Brot oder solche Dinge, weil sie so am Leben gehangen haben, dass sie letztlich ihre Moral aufgegeben haben. Und dann sagt er, und dann die es geschafft haben, die haben es irgendwie geschafft, durchzukommen, weil sie diese innere Stärke, diese innere Haltung bewahrt haben und haben es geschafft, sogar andere vor dem Verhungern zu retten und weil sie diese innere Stärke beibehalten hatten und an das gedacht haben, was sie vielleicht mit ihrem Leben noch machen wollten. Und Frankl hat im KZ schon darüber nachgedacht, wie er später andere Überlebende therapieren kann und ihnen helfen kann. Zurück zu Josef. Der Josef hat sich auch selber nicht als Opfer wahrscheinlich definiert oder ist in seiner Opferrolle stecken geblieben. Bestimmt hat er sich schrecklich gefühlt, aber er entwickelt sich über diesen langen Zeitraum von, ich glaube, 27 Jahre sind es im Grunde genommen, er entwickelt sich vom Opfer zu einem Wohltäter und zu einem Retter. Noch eine Sache, die Josef geholfen hat. Josef hat niemals das aufgegeben, was Gott ihm offenbart hat. Dieser Traum am Anfang hat ihn, glaube ich, durch all diese Ereignisse getragen, hat ihn geleitet. Und weil sich auch zeigt, dieser Traum war von Gott und das war seine Bestimmung. Und wir als Jünger Jesu, wir sollten uns vielleicht jetzt weniger von Träumen leiten lassen, sondern wir haben was anderes bekommen von Gott. Eine andere Offenbarung, nämlich das Evangelium von Jesus und die Schriften aus dem Neuen Testament. Und wir haben die Zusage von Gott, dass wir eines Tages gerettet werden und sogar mit ihm triumphieren werden, wenn wir wirklich an ihm festhalten und wirklich zu ihm gehören.
Und Josef hätte in diesen miesen Stunden wahrscheinlich auch sagen können, ach nee, es ist irgendwie alles Quatsch. Das war ein Irrtum. Das war, ich weiß nicht, ein Hirngespinst. Ich gebe es auf, ich lasse es. Und das ist, glaube ich, das Schwierige, weil eine Krisenzeit, so wie Josef sie erlebt hat und so wie wir die jetzt auch erleben, Krisenzeit ist immer Verführungszeit und Versuchungszeit und eine Zeit, wo wir getestet werden. Der Josef hätte das alles irgendwie hinter sich lassen können und sagen können, nee, ich nehme jetzt das, was ich hier vor mir habe und ich nehme jetzt den nächstbesten Trost, der sich mir bietet. Ich gehe mit der Frau von Potiphar ins Bett und ich lasse mich darauf ein und irgendwie, naja, model ich das alles um und naja, war halt nichts mit diesem Plan. Und ich glaube, Josef hatte das vor Augen, was Gott ihm gezeigt hat und wusste auch ganz genau das, was der Paulus im Römerbrief in Kapitel 8, Vers 28 schreibt, dass alle Dinge denen zum Besten dienen, die von Gott berufen sind und die ihn lieben. Ich möchte jetzt, weil ich gerade von Versuchungen und von Krisenzeit und Versuchungszeit geredet habe, noch eine Warnung einfügen. Wir haben das in der Geschichte schon oft gesehen, dass solche Krisen immer ein starkes Verführungspotenzial haben. Vor einem Jahrhundert gab es eine riesige Weltwirtschaftskrise und die hat letztlich die Menschen so sehr in Not gebracht, dass sie sich einfach nur noch Frieden und Ruhe und Wohlstand gewünscht haben und geschrien haben nach einem starken Mann, der sie aus dieser Krise führt. Und besonders sieht man das an den Deutschen. Die Deutschen haben diesen starken Mann sozusagen bekommen, weil Hitler diese Krise ausgenutzt hat und den Menschen Versprechungen gemacht hat und ihnen auch zunächst mal Erfolgserlebnisse verschafft hat durch diesen wirtschaftlichen Aufschwung und so weiter. Aber letztlich hat er sie in den Abgrund geführt. Und meine Warnung an alle, die sich Christen nennen. Ich höre in letzter Zeit immer wieder so Dinge oder sehe so Video-Übertitel auf YouTube wie, ja, jetzt kommt der dritte Weltkrieg und Jesus kommt wieder in dem Atomkrieg und die Welt geht unter. Oder ich höre andere Dinge, wo Menschen sagen, ach, es wäre so schön, wenn Jesus jetzt wiederkommen würde und dann würde er diesem korrupten Politiksystem und diesen Putins und diesen Kim Jong-uns der Welt dann endlich ein Ende machen und würde ordentlich aufräumen und dann ist Frieden und dann kommt die neue Ordnung und dann kommt das tausendjährige Reich, von dem in der Offenbarung die Rede ist. Und meine Warnung ist die, wir wissen nicht, wann es soweit ist. Jesus sagt, ihr wisst weder den Tag noch die Stunde. Das Einzige, was wir wissen, ist, was vorher noch passieren muss, bevor Jesus wiederkommt. Nämlich, es heißt, erst kommen die Krisen, die Kriege, die Hungersnöte, all diese Dinge, die vielleicht jetzt im Moment gerade am Grassieren sind. Aber er sagt, das sind erst die Wehen, das ist erst der Anfang. Und dann sagt, und dann erst, dann kommen die falschen Propheten und der falsche Messias und der falsche Christus und der versuchen wird, die Menschen und vor allem die Gläubigen irgendwie mit falschen Zeichen und Wundertaten zu verführen. Vielleicht so eine Art gefakte Wiederkunft Christi und viele werden möglicherweise drauf reinfallen. Und die Schrift sagt, nein,
Das ist noch nicht, also Jesus kommt dann erst wieder. Und bitte lest euch mal genau durch, was in Matthäus 24 gesagt wird über das Ende der Welt und zum Beispiel im 2. Thessalonicher Brief, Kapitel 2. Bevor Jesus wiederkommt, wird der falsche Messias kommen, der Antichrist. Und wir müssen Acht geben darauf, dass wir uns nicht einfangen lassen dadurch. So, das war eine kurze Warnung zwischendrin. Eine letzte Sache, die ich zu Josef noch sagen will. Josef hat nicht aufgegeben und dadurch hat er die gerettet, die auf ihn gehört haben. Den Pharao und sich selber und seine ganze Familie. Und er hat nämlich das gesammelt und hat sich auf das konzentriert, das war seine Aufgabe, auf das, was allen Menschen das Leben rettet, nämlich sie haben Getreide gesammelt, sie haben das gesammelt, was die Menschen brauchen, das Brot zum Überleben. Interessanterweise sagt Jesus in Johannes Kapitel 6, ich bin das Brot des Lebens und wer zu mir kommt, den wird nicht hungern und wer mir vertraut, der wird nie wieder Durst haben. Und jetzt verstehen wir, was die Aufgabe von Josef war. Er sollte das Getreide sammeln und das Brot zur Verfügung stellen, das den anderen das Überleben ermöglicht. Und so wie Josef das getan hat in seiner Krise, glaube ich, so ist es unsere Aufgabe in den kommenden Jahren, die vielleicht schwierig werden, in den kommenden Jahren unseren Mitmenschen das zu bringen, was sie am allernötigsten brauchen. Und zwar ist das das Brot des Lebens. Das ist Jesus Christus und das Evangelium und die Möglichkeit, gerettet zu werden. Das ist unser Job. Und alles, was jetzt und vorher passiert ist, war und ist und wird eine Vorbereitung sein auf das, was wir tun sollen, um andere zu retten. Noch ein paar Punkte, wie wir das auf unser Leben anwenden können. Punkt 1. Vergiss nicht, dass Gott mit dir ist und dass er einen Plan hat. Punkt 2. Vertrau auf Gottes Verheißungen. Punkt 3. Such nicht den falschen Trost. Ergib dich nicht dem falschen Trost, sondern bleibe treu. Und was das im Einzelnen bedeutet, den falschen Trost zu suchen, ich glaube, das könnt ihr euch vorstellen. Checkt mal euer Leben ab, wo ihr euch vielleicht momentan dem falschen Trost hingebt. Nee, wir müssen Gott treu bleiben und sein Geboten und uns fernhalten von Dingen, die uns unseren Glauben rauben. Viertens, halte dich fest an dem, was Gott uns offenbart hat in der Schrift. Fünftens, auch wenn es über Umwege geht, vertraue darauf, dass Gott den Überblick weiter hat. Punkt 6, bleib kein Opfer, sondern werde zum Wohltäter. Punkt 7, werd auch nicht zum Prepper. Ihr wisst, was ein Prepper ist. Ich erkläre es für die es nicht wissen, ganz kurz. Das sind die Leute, die jetzt anfangen, ihren Keller voll zu stopfen mit Lebensmitteln. Ich sage das, weil ich selber eine Neigung habe und einen Reflex, das so zu machen. Weil sie vielleicht Angst haben, irgendwie, ja, es könnte ja jetzt irgendwann eine Knappheit geben und so weiter. Nee. Wir müssen eine andere Nahrung sammeln, nämlich Glaubensnahrung. Brot des Lebens, das Evangelium in uns aufsaugen, vielleicht mal wieder Bibelstellen auswendig lernen, solche Dinge tun und solche Schätze auch ansammeln, die geistliche Nahrung bieten. Okay, in dem Sinne, jetzt war es lang genug, wo ich euch jetzt eure Aufmerksamkeit beansprucht habe. Sprecht darüber. Ich wünsche euch, dass Gott euch wirklich stärkt. Und dass ihr
das Beispiel von Josef in eurem Leben auch wahr machen könnt. Und ich wünsche euch alles Gute dafür. Ciao!